Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Thema LibreOffice Calc Umrandungen. Umrandungen können je Zelle oder Zellgruppe festgelegt werden. Die wichtigsten Umrandungsarten sind über die Formatleiste mit der Maus erreichbar. Wählen Sie hierzu die gewünschten Zellen aus und klicken auf das Symbol Umrandung. Und zwar hier in der Formatleiste. Wählen Sie aus der Kontextleiste die gewünschte Umrandungsart. Ob Rand oben, unten, links oder rechts oder beides oder wie auch immer. Weitere Einstellungen finden Sie im Dialog Zellen formatieren zu finden unter Format und Zellen unter dem Register Umrandung. Den Dialog erreicht man ebenso mittels Tastenkombination Steuerung 1 oder Kontextmenü Zellen formatieren. Folgende Einstellungen sind möglich: Linienanordnung, Linie, zum Beispiel Stil, Breite oder Farbe, Abstand zum Inhalt und Schatten. Die Zellumrandung beziehen sich explizit auf eine bestimmte Zelle und können nur geändert werden, wenn genau diese Zelle bearbeitet wird. Wenn also etwa die Zelle C3 einen oberen Rand hat, dann sieht das zwar genauso aus, wie wenn Zelle C2 einen unteren Rand hätte. Sie können diesen Rand jedoch nur durch Bearbeiten der Zelle C3 entfernen, nicht über die Zelle C2. Denn hier gibt es keinen Rand, aber bei C3 wird der obere Rand angezeigt. Und so kann er auch wieder entfernt werden. Das war unser Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück.